Jo, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Les 17. Ja, liebe Leute, wir wollen heute ein bisschen sehen. Sehmaschine ist noch leer. Ich habe schon fast alles gesät. Ja, nur noch ein bisschen so ein halbes Feld und ein Vorgewende und dann zum eigentlich fertig. Das ist jetzt Weizen. Mais ist schon gelegt, haben wir auch die Tage gemacht und ja, da drüben wollen wir gleich erstmal umfüllen. Ich erzähle euch auch gleich, wie es war. Ich habe eigentlich kaum was gesehen, wenn wir ehrlich sind. Nur das eine Feld jetzt. Den Rest hat erstaunlicherweise so einer wer anders gesehen. Und zwar, ich war ja den einen Tag weg. Und ja, na, wieder in Ebstorfer Heide. Weil hier hat es geregnet. Aber es hat dann auch nicht viel geregnet. Und dann hat am Abend tatsächlich angefangen, Beate eigenständig zu sehen. Und hat das sogar mit der Fahrgassenschaltung oder so. Naja, gut, wir sehen ja keine Fahrgassen, ne? Aber die hat das echt hingekriegt. Gescheit. Und ja, da bin ich eigentlich relativ froh drüber. Das jetzt der Weizen. Zack. So, das müsste eigentlich jetzt reichen, was ich da drin habe. Das mache ich dann wieder raus und ja, gucken, wo wir das hinmachen. So. Ja, dann also habe ich dann heute Morgen schön geschwadet und gepresst. Sie hat es nochmal gewendet. Also, ne, das kriegt die schon gescheit hin. Die macht halt Beate. Für ihre 59 Jahre passt halt. Bernd ist schon 62, ne? Auch schon altes Eisen, sozusagen. Ja, sie hat nämlich dann die restliche Gerste fertig gesät. Das waren noch circa 4 Hektar. Und, nein, diese Autos. Und dann hat sie noch hier Weizen fertig gesät. Das waren, wie viel waren das? Das waren, angefangen zu sehen, nicht fertig. Eine Schippe waren 4 Hektar und ich mache jetzt noch eins. Das sind 3. Das ist jetzt schon zur Hälfte gemacht und noch ein bisschen mehr wie die Hälfte. Das ist ja hier echt auch wild mit den Autos. Schon mehr wie die Hälfte ist da gemacht. Und ja, dann machen wir jetzt das noch fertig. Mais, da kam dann auch den Abend noch der Lohner. Sie hatte hier da vorne. Sie kann ja nicht T5 fahren mit Frontlader. Das kriegt sie nicht so gescheit hin. Das kann sie knicken. Ja, ich hatte ihr das ja dahingestellt, weil ich wusste, dass der dann die Tage kommt und ich vielleicht nicht da bin. Hat ihr das dahingestellt. Die Satten, Paletten, T5, alles angehangen schon. Dann hat das der Matthias, der Fahrer vom Lohner, der einen Johnny gehabt hat. Ein 7530 und hier so eine Gasparo-Driller, hat er das alles schon gedrillt hier. Da habe ich halt alles dahingestellt, dann hat der sich das selber voll gemacht. Da geht dann schon. Aber, ne, muss dann auch immer gucken, dass das einigermaßen läuft. So, dann sehe ich hier jetzt auch das Stück fertig. Da war es leer. Dann muss ich es so rum. Ja, Fahrgassen sehen wir ja hier leider nicht. Wir sind ja Bio. Sieht man keine Fahrgassen. Also kann man, aber warum? Wir striegeln das jetzt noch einmal. Dieses Jahr wird halt die Ernte hier nicht so bombig, weil Gülle haben wir alle schon. Na, damals waren halt ziemlich in Schulden. Und dann haben sie die ganze Gülle an die BGA verdonnert. Weil sonst, ja, wäre das alles hier ein bisschen bankrott geworden. Und ja. Alles verkauft, die Gülle, also die ganze Gülle verkauft an die BGA. Mist auch. Und ja, dann haben wir halt jetzt nichts mehr. Aber ich denke mal, nächstes Jahr zur Not gebe ich auch noch ein bisschen was von der Heide dabei, dass der Betrieb hier rund läuft. Wir können auch wieder ein bisschen Kredit aufnehmen. Zurückbezahlt ist fast alles. Können wir vielleicht mal ein Maschinen noch kaufen, was hier so fehlt. Aber im Moment kommen wir ja relativ klar. Gut, der 1455er ist ein bisschen schwach auf der Brust für die Vitasem,
Dinger an die Maschine, das ist echt, also da kommt er schon ziemlich an seine Grenzen, aber das geht eigentlich relativ. Er hatte ja damals, also Bernd hatte damals hier so eine kreisliche Sämaschine und vorne so eine Frontwalze gehabt. Aber naja, gut, die hat er, die Frontwalze haben und die kreisliche Sämaschine, das war alles schon aller Rotz, die haben sie verkauft und haben dafür eine gescheite Sämaschine gekauft und hier so einen Kompaktor. Damit machst du halt dann die Flächen schön, also das Geackerte dann wieder schön, also fein und alles damit reinsehen kannst. Und das ist dann auch, da ist dann auch die nötige Walzen, die sind dann auch da dran, um das dann zu machen. Das hat, ja, das hat Beate, wir hatten ja jetzt was geackert, das hat Beate schön gemacht. Das hat auch funktioniert und gut. Ja. Ja, in Heide, da sind wir ja fertig jetzt mit Sehen. Also besser gesagt, Tom hat gesagt, er wollte heute den Rest sehen. Ja, ja gut, ich bin mal gespannt, ob das was wird. Das ist aber so doof, ne? So ein bisschen. Naja, aber kriegt er schon hin, der Macker. Ja, könnte theoretisch mal wieder Spuren ersaugen, aber man muss das alles bei Hand hier machen. Das kriegen wir gescheit hin. Also hier hat er schon ein bisschen zu kämpfen, der Hector, aber naja, was soll's. Ja. Soweit alles paletti, ne? Dann Heu ist ja, habe ich ja, ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, ist geschwadet und gepresst ist es. Auch schon, liegt schon da in Ballen. Ich glaube, auf der einen Fläche, die wir da gewendet haben, gab es 7 Ballen oder sowas. 1,25 Meter. Ja, ist in Ordnung. Dafür, die hatten ja nichts mehr. Sie haben alles. Deswegen, die Viecher sind schon lange draußen bei denen. Die waren schon draußen. Da lag noch etwas Schnee. Da war noch nicht mal richtig. Da war kaum was auf den Flächen oder sowas. Aber hatten ja nichts mehr. Weil letztes Jahr, das Jahr war schlecht. Und dann hatten sie alles verfüttert, alle Silage, die sie hatten und alles Mögliche. Deswegen, dieses Jahr muss ich aufpassen, dass ich da gut was mache. Wir müssen jetzt, ich habe jetzt erstmal schon mal eine Fläche gemäht, dann haben wir ja schon mal etwas an Heu. Nee. Ja, dann ist das schon mal relativ gemacht. Da haben wir schon ein bisschen Heu und dann habe ich jetzt noch, warte, Wiesen, die noch gemäht werden können. 1, 2, 3, 4 Wiesen. Ne, 5. Die könnten wir jetzt theoretisch noch Heu machen. So, jetzt muss ich aber auf den Wetterbericht gucken, ob wir jetzt den ersten Schnitt immer schön Heu machen können und dann einen zweiten Silo machen. Oder ob wir dann jetzt den Rest Silo machen und dann nochmal Heu machen. Oder ob wir jetzt ein kleines Silo machen und etwas Heu oder ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall ist es klar, Mais, der wird entweder auf den Haufen gefahren oder die Maispresse kommt. Böweil LT-Master haben wir so hier. Und es gibt ja noch andere Marken, aber hier der LT-Master geht am besten. Dann würden wir, wenn es klappt, dann im Herbst mit 2 Gespannen abfahren. Einmal mit unserem Mengele-Ladewaren und mit irgendeinem Hexewaren, den wir uns mieten. Oder ich würde alleine mit einem abfahren und ich würde einfach dann am Ende der Saison Mais fahren oder am Anfang oder dann, wenn der Lohner Zeit hat, dann fahre ich halt eben nur mit einem ab und ist gut. Ah, naja, das müssen wir uns dann anschauen, wie wir das machen, ne? Auf jeden Fall, da wollen wir Ballen machen oder wir fahren Haufen, das weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube, bei der Menge ist es auch günstiger, die Ballen noch zu machen. Mit dem Haufen fahren und alles, ach, das ist ja mit der Ballen auf den Verteiler, muss ich mir da noch mieten und alles. Na gut, Häcksler müssen wir uns auch um. Ja, ich habe einen guten Kumpel, da kriege ich einen Häckselwaren her. Sonst, wenn dann der Häcksler richtig dran ist und ich auf den Haufen fahre, dann brauchen wir 3 abfahren. Aber vom Weg her, das ist dann. Oh. Müssen wir mal sehen, ob dann der Bernd wieder kann oder ob ich dann irgendwie Marius meinen Kumpel holen muss. Ich weiß noch nicht. Oder ob dann der Hofdorf mitkommt. Ja, gut, der findet eh die Erklärung nicht. Ja, doch. Man weiß es nicht.
Akrona vor. So. Spurenreise runter und Gas. Ja, wir sehen ein bisschen doppelt, das fällt mir auch gerade auf, aber das hier irgendwie, wenn sich das hier so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wenn sich das so hier runterzieht, alles am Hang, das ist auch schwer zu lenken hier. Naja, gut, das funktioniert aber teilweise ganz gut. Ja, aber ich denke mal, dass man mal heute eckt, da habe ich jetzt auch ein bisschen darüber nachgedacht. Das müsste eigentlich, das wäre das Beste. Jetzt wieder da jetzt am Anfang da so ein bisschen Silohaufen zu machen und dann noch ein bisschen neue auf. Wieso haben wir ja. Vielleicht das sind das, glaube ich, 10. Nee, ja. 15 Hektar Wiese oder so. Naja, das mit den Spurenreisen und LS17, das kannst du knicken, ey. Am liebsten würde ich das ja dann hier, wenn man das sieht, hier auf meinem Joystick machen, dann müsste ich nur noch zack, weg, zack, fertig. Naja. Ich mach mal den Schuh hier weg. Der ist aus dem Bild raus. Also, das werden wir schon irgendwie gebacken kriegen, da habe ich auch keine Bedenken. Zur Not müssen wir halt einfach dann nochmal einen Express-Moin so 5 Uhr machen, hier Tag 5 von Ende Heide, 7-18er davor, vor 2 Waren, und dann da Heu und Silo und hast du nicht gesehen, rufen an einen Strohwaren, einfach einen Stroh, einen Heu und an die Silage dann fahren, irgendwie, dass wir dann Heu und Silo dann so, ne, Heu und Stroh dann zusammenfahren und dann, ja, dann nochmal 2 Waren, 18 Tonnen, da hast du ja nicht gesehen, dann von der Silo hierher fahren, Eissilage oder so, mal gucken. Aber gut, ich denke mal, Stroh müssen wir ja fahren, weil Stroh, wir lassen einfach alles im Stroh laufen, dann haben wir genug Ball. Das ist doch schon mal fest, das müsste reichen zur Not. Gut, wir haben Gerste, ne? Das ist. Wir haben viel Gerste, wir haben ja auch ein paar Hektar Weizen. Also ich denke, wenn wir das gescheit Stroh machen, dann ist das was, dann reicht das. Ich habe jetzt hier Sperre drin, weil ich weiß, es ist unrealistisch mit Lenken oder so. Sagen wir mal, das dritte ist ASM, also Sperre, Allrad, ASM. Der hat keine ASM. Naja gut, kriegen wir schon irgendwie gebacken. Dann machen wir ja natürlich im Winter noch ein Holz, das habe ich auch schon beredet. Aber ich weiß ja, guck, wir machen jetzt schon Pläne, das ist auch, wenn wir mal überlegen, dass vielleicht Bernd in ein paar Wochen wieder kann und ich hier so voll einschreie. Ach, ja, vielleicht schwingt ja der Betrieb irgendwann um mich rum, also um mich rum, ja genau, für mich ab, weil die haben zwar Kinder, zwei Mädchen haben die, aber die haben auch kein Interesse so an der Landwirtschaft, ne? Und ich, ich würde das halt gern machen, weil die, es ist halt gar nicht so weit weg von unserem Betrieb und es ist Bio. Ja, ich würde es annehmen, wenn es konventionell wäre, aber na, was anderes, abwechslungsreicher. Macht bestimmt auch Spaß hier dann zu arbeiten, aber klar, die Preise hierfür, das ist auch dann teilweise echt viel besser wie in konventioneller Landwirtschaft, aber ja, es gibt halt nicht die Erträge, weil wir können dann wahrscheinlich eine Düngestufe, also wir müssen ja 3 Düngestufen haben, also 3-mal düngen, eine werden wir dann immer in der ersten Maximumstufe machen mit schön Striegeln und alles, dann denke ich mal, wir werden noch irgendwie da mal Gülle und Mist fahren können. Ja, nach der Gülleverordnung können wir es eigentlich nur vor der Gerste halt machen. Aber, ja, wir werden jetzt so gut Text kriegen, dass wir davon eins noch ein bisschen erfahren können, weil das ist ja, ne?
ist dasselbe wie bei Gerste eigentlich. Also das, was so unbald da schädet, schadet da. Man sollte sich immer anfangen, da hier in der Stadt die Abwasserkanäle da gescheit zu machen, damit da nicht so viel ins Grundwasser geht. Das, aber naja, das sein. Also ich will mich da jetzt auch nicht reinlegen. Da, das sind Oberspezialisten, Fachmänner, die das da beschließen. Das sind aber Leute, ich weiß, das war jetzt ein bisschen viel durcheinander gesappelt und hast du nicht gesehen. Aber naja, auch mal was anderes. Ne? Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Janni. Viel Spaß. Tschö.